Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir reagieren jetzt auf Matondo. I can't breathe. Keine Ahnung, ich kann leider kein Englisch. Auf jeden Fall hat man George Floyd gesehen im Thumbnail. Ich bin gespannt. Los geht's jetzt. Alter, wenn ich die Szene nochmal sehe, irgendwie bekomme ich direkt das Kotzen irgendwie. Scheiße. Es ist Zeit für uns, in Georges Namen aufzustehen und zu sagen, nehmt euer Knie von unserem Nacken. Es geht nicht um Schwarz gegen Weiß. Ja, das war auch krass, wo der den rausgezogen hat. Krass, das sind echt krasse Bilder. Es geht um einen kollektiven Kampf gegen den weltweiten Feind, der sich Rassismus nennt. Rassismus ist mehr als nur eine Beleidigung. Es ist unser ganzes System, es ist in unserer Gesellschaft verankert. Ihr müsst verstehen, Rassismus ist ein Problem. Ihr müsst verstehen, dass auch schwarzes Leben zählt. Dass auch schwarzes Leben zählt. Also ich bin krass, dass er so einen Song macht. Also Matondo weiß man ja, dass der sehr nachdenkliche Texte macht und dass der ziemlich krass unterwegs ist. Also krass, dass er das Thema thematisiert. Rassismus war noch nie zu Ende, er war weiterhin unterwegs. Steck nen Tag in meiner Haut, dann wirst du bemerken, was ich erlebe. Schiefe Blicke, freche Töne. Steck einen Tag in meiner Haut, also davon kann ich auch was sagen, sage ich mal. Ich habe auch schon ein bisschen was erlebt in Sachen Rassismus und so. Aber wir reden ja hier nicht über mich, sondern wir bewerten den Song. Dementsprechend werde ich keine privaten Sachen hier raushauen, auch wenn ich es könnte. Sehen von allen Seiten den Hass, werden immer noch getötet, denn die Hautfarbe ist schwarz. Blutige Realität, wenn du mir nicht kommst, frag Polizei. Keine Hilfe auf dem Weg, wir sterben und sie kommen frei. Leute sagen, kenn deine Rechte, ey, ich suche sie. Wir sterben und sie kommen frei. Also, was da abgeht in Amerika und so, also nicht nur in Amerika allgemein, Rassismus, dass das überhaupt nicht existiert. Ich meine, man wird doch nicht als Rassist geboren. Das finde ich halt so krass. Jeden Tag weiße Strukturen, weiße Gesetze, Privilegien, weißer Staat. Ihr müsst verstehen, Rassismus ist ein Problem. Ihr müsst verstehen, dass auch schwarzes Leben zählt. Krass, dass ihr selbst auf dem Boden liegt und die Szene nachstellen sozusagen. Ich finde doch ziemlich krass, dass Graffiti zu sehen im Hintergrund von George Floyd. Kriegt man schon ein bisschen Gänsehaut, wenn man die Szenen nochmal so sieht. Wir gehören auch zu dieser Gesellschaft. Liebe meine Haut, egal was die Welt sagt. We are Black Beautiful. Auf jeden Fall, Mann. Black and proud wachsen immer stärker. Hoch mit deiner Faust. Ihr müsst verstehen, Rassismus ist ein Problem. Ihr müsst verstehen, dass auch schwarzes Leben zählt. Ich bewerte jetzt das Video nicht so wie sonst immer, sondern allein schon, dass er das raushaut, das Video. Das ist ein Statement gegen Rassismus. Und dafür habe ich einen großen Respekt davor. Black Lives Matter.
Rassismus ist sein Problem. So Leute, das war's mit dem Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen da oben da lassen, wenn das Video gefallen hat. Könnt mich abonnieren. Könnt auch gerne kommentieren. Also schwieriges Thema, wie gesagt. Jetzt war es keine so Reaktion wie sonst immer so. Das war einfach so spontan gerade gemacht. Und dementsprechend, ja, man beginnt halt nachzudenken, verschiedene Sachen. Und vielleicht sieht der ein oder andere Rassist das Video auch und beginnt auch dann nachzudenken. Würde mich sehr freuen. Also bis dahin, macht's gut.